Diese deutschen Soldaten werden den eisigen russischen Winter des Jahres 1941 nicht überleben. Sie sind Teil der Operation Taifun, mit der Hitler im Zweiten Weltkrieg die Sowjetunion in die Knie zwingen will. Doch die Nazis unterschätzen eine mörderische Naturgewalt. Der Kampf um Moskau wird zu einer der grausamsten Schlachten der Menschheitsgeschichte. Und über den Sieg entscheidet der russische Winter. Eine Katastrophe, die den Lauf der Geschichte verändert. Die Ortschaft Wjasma, 250 Kilometer westlich von Moskau. Hier beginnt Hitlers Armee im Oktober 1941 ihre Operation Taifun, mit dem Ziel, die russische Hauptstadt einzukesseln und zu zerstören. Dieses Waldgebiet war damals Teil der Frontlinie von Wjasma. Und noch bis heute birgt der Boden Erinnerungen an jenen Albtraum. Das ist eine Handgranate vom Typ RGD. Vier von ihnen reichen aus, um einen Panzer in die Luft zu sprengen. Andrei Palatov leitet eine Gruppe Freiwilliger. Sie suchen jedes Jahr im Sommer auf dem einstigen Schlachtfeld nach Spuren und den Leichen vermisster Soldaten. Sobald die Metalldetektoren eingeschaltet sind, muss man keine 10 Schritte gehen, um etwas zu finden. An dieser Stelle, die gerade untersucht wird, befand sich zum Beispiel ein Maschinengewehrnest. Das ist eines der Magazine. Sie finden Gasmasken. Ein Auto, das von einer Explosion zerstört wurde. Ein russisches Fahrzeug. In dieser Gegend stößt man überall auf die Vergangenheit. Auf sowjetischer Seite fordert der Zweite Weltkrieg fast 25 Millionen Menschenleben. Viele der Opfer sind bis heute unentdeckt. Extrem viele Soldaten gelten seit den Kämpfen in diesen Wäldern als vermisst. Dieses Schicksal zählt zu den größten Tragödien eines Krieges. Und wir wollen mit unserer Arbeit auch versuchen, wieder ein wenig Gerechtigkeit herzustellen. Im Herbst 1941 erreicht der junge russische Soldat Sergei Sachlystow in diesem Waldstück die Front, um sein Heimatland zu verteidigen. Zur gleichen Zeit ist auch ein deutscher Soldat namens Horst Lange unterwegs nach Wjasma. Er war gebildet und vor dem Krieg ein erfolgreicher Schriftsteller. Wie so viele junge Männer schloss er sich der Wehrmacht an und wurde einer Propagandakompanie zugeteilt. Lange und Sachlystow, einfache Soldaten, die auf verschiedenen Seiten dieses Krieges kämpfen. Es war ein Krieg zweier feindlicher Ideologien und Systeme und es sollte ein Vernichtungskrieg werden. Und der Krieg zweier Tyrannen. Adolf Hitlers Armeen haben in den beiden Jahren zuvor bereits Polen, Holland und Frankreich eingenommen. Der Nazi-Führer beherrscht fast ganz Europa. Aber das ist ihm nicht genug. Nach der Einnahme Frankreichs fühlte er sich tatsächlich als größter Feldherr aller Zeiten. Er verliebte sich in seine eigene Propaganda, wurde größenwahnsinnig und hielt sich für klüger als seine Generäle. Und 1941 will Hitler nun auch die riesigen Ostgebiete der Sowjetunion erobern. Sein Gegenspieler ist Josef Stalin.
Seit 10 Jahren terrorisiert der Diktator das eigene Land. Er ließ Millionen Menschen töten, darunter den Großteil der obersten Militärs. Die Säuberungsaktionen haben seine Armee empfindlich geschwächt. Stalin hatte ungefähr 80 Warnungen vor dem Angriff erhalten, sie aber als englische Propaganda abgetan, obwohl seine eigenen Spione ihm sogar das exakte Datum der Invasion nannten. Hitlers Einmarsch markiert einen militärischen Superlativ. Mit 3 Millionen Soldaten, 3.500 Panzern, Zehntausenden Feldgeschützen, 3.000 Flugzeugen und 600.000 Pferden will er Stalins Reich in 3 Monaten einnehmen. Das Unternehmen Barbarossa. Die Sowjetunion zu erobern hatte bisher erst einer versucht, Napoleon. 1812 war der französische Kaiser verlustreich gescheitert. In einem mörderischen russischen Winter. Nach der Kapitulation Frankreichs besuchte Hitler Napoleons Grab und sagte, ich werde seine Fehler nicht wiederholen. Und trotzdem fiel er am gleichen Tag wie Napoleon in Russland ein, am 22. Juni. Er musste in kürzester Zeit spektakuläre Fortschritte erzielen. Sobald sich das Wetter ändert, wird es sehr ungemütlich. Ihm war bewusst, dass es ein Krieg auf Leben und Tod war, ohne Ausweg. Nur einer konnte siegen und es ging um alles. Hitlers Panzer legen in den ersten 3 Wochen 500 Kilometer zurück. Die halbe Strecke bis Moskau. Der Blitzkrieg stellte eine völlig neue Militärtaktik dar. Panzereinheiten rücken, unterstützt von Sturzkampfbombern, schnell vor. Danach folgt sofort die rollende Infanterie. Die schnellste und schlagkräftigste Kriegsführung, die man bis dahin kannte. Der Erfolg der deutschen Invasion soll Stalin geradezu erschüttert haben. Unmittelbar, nachdem das Unternehmen Barbarossa begonnen hatte, zog er sich für lange Zeit auf seine Datscha zurück. Als das Politbüro kam und ihn aufforderte, endlich wieder das Kommando zu übernehmen, dachte er zunächst, sie wollten ihn verhaften und erschießen. Den Sommer über scheint es, als könne niemand Hitlers Kriegsmaschinerie aufhalten. Im Oktober ist die Wehrmacht schon 250 Kilometer vor Moskau. Und in Berlin erklärt der Führer bereits den Sieg. Am 22. Juli morgens setzte nun der größte Kampf der Weltgeschichte ein. Wenn ich es heute aussprechen darf, dass dieser Gegner bereits getroffen ist und diese Erde erhebt wird. Hitler nahm an, die Russen würden angesichts seiner vorrückenden Truppen kapitulieren. Doch trotz hoher Verluste ist die Rote Armee noch nicht geschlagen. Stalin schickt 1 Million neuer Soldaten nach Wjasma, um den Nazi-Vormarsch zu stoppen. Er weiß, wenn Moskau fällt, gewinnt Hitler den Krieg. Im Oktober 1941 sind die deutschen Truppen tief in das Sowjetreich vorgedrungen. Nun beginnt die Operation Taifun, der Sturm auf Moskau. In Wjasma aber stößt die Wehrmacht auf 1 Million Rotarmisten, unter ihnen der 19-jährige Sergei Sachlistow. Es ist seine erste Begegnung mit dem Terror des Krieges. Sie waren tagelang marschiert, erschöpft und halb verhungert. Die sowjetische Armee hatte keinen obersten Kommandeur. Ein Vorgesetzter des unteren Rangs gab die Befehle, aber er konnte unmöglich Hunderttausende von Männern dirigieren. In nur 4 Tagen gelingt es den Deutschen, mit ihren Panzern durch die feindlichen Linien zu brechen, die Russen einzukesseln und unter Feuer zu nehmen.
Hinter dem Kessel stand der Plan, dass die Deutschen die sowjetischen Truppen komplett einkreisen und schlichtweg vernichten. Die Deutschen haben zwar auch Gefangene gemacht, aber ihr oberstes Ziel war es, die Russen zu töten. Für die Eingekesselten gab es keinen Ausweg. Es ging um Leben und Tod. Mehrere Tage lang zermürbt die Wehrmacht ihren Gegner mit heftigem Artilleriebeschuss und Luftangriffen. Der junge Sergej und seine Einheit überleben das Bombardement und sie wollen weiterkämpfen. Stalin hatte ihnen befohlen, durchzuhalten oder zu sterben. Das bedeutete, ein russischer Soldat, der sich ergab, drohte von den eigenen Leuten erschossen zu werden. Die russischen Truppen waren in denkbar schlechter Verfassung. Einige Soldaten hatten nicht einmal Gewehre und mussten auf die Waffen bereits gefallener Kameraden warten. Eine wirklich abstruse Form der Kriegsführung. Innerhalb von Tagen ziehen die Deutschen die Schlinge immer enger. Längst sitzen die Russen in einer tödlichen Falle. Der verzweifelte Stalin befiehlt seinen verbliebenen Truppen auszubrechen. Ein Selbstmordkommando. Die Männer schlichen durch die Wälder und versuchten zu erkunden, wo die deutsche Linie verlief. Es war extrem schwierig, eine Lücke zu finden und dann tatsächlich durchzubrechen. Einen Ausbruchsversuch wagen sie an einem Waldrand nahe des Ortes Bogoroditskaya. Kapitolina Kondratova hat ihr ganzes Leben hier verbracht. Als Zehnjährige sieht sie den Krieg in ihr Dorf kommen. Wir haben uns versteckt und kauerten im Schützengraben aufeinander. Und dann begann es. Die Kühe und Schweine schrien, brennende Hühner flogen umher, bis das ganze Dorf brannte. Die Granaten schlugen direkt neben uns ein, aber irgendwie haben wir überlebt. Es war schrecklich. Die Kirche des Ortes spielt eine verhängnisvolle Rolle, als die Russen schließlich zum Versuch ansetzen, durch die feindliche Linie zu brechen. Oben im Glockenturm der Kirche von Bogoroditskaya hatte sich ein deutscher Schütze mit einem Maschinengewehr postiert. Als unsere Truppen durchbrachen, mähte er förmlich alle Soldaten nieder. Einer der Soldaten, die auf Bogoroditskaya zustürmten, sagte nach dem Krieg, wir rannten über die Leichen unserer Kameraden. Ein deutscher Soldat schreibt in seinen bewegenden Erinnerungen, immer neue Wellen der sowjetischen Infanterie seien genau in die Salven ihrer Maschinengewehre gelaufen und niedergestreckt worden. Sie waren fassungslos, dass ihre Gewehre bereits überhitzten und dennoch immer noch mehr Russen kamen. Wir verbrachten drei weitere Nächte im Schützengraben, hungerten und froren. Erst am nächsten Morgen trauten wir uns hinaus. Das Haus ihrer Familie ist zerstört. Die umliegenden Felder sind übersät mit Leichen. Einige russische Soldaten haben den Ausbruch geschafft, aber die sowjetische Front in Wjasma ist zerschlagen. Mehr als 300.000 Russen sind gefallen, aber 1.000 andere gefangen genommen.
Tage später trifft der deutsche Soldat Horst Lange auf dem Schlachtfeld um Bogorodizkaja ein. Er ist kein erfahrener Kämpfer und sieht nun die Spuren eines Vernichtungskrieges. Entsetzt betrachtet er einen Mann, der noch am Steuer eines ausgebrannten Fahrzeugs sitzt. Nach der Schlacht von Wjasma stehen zwischen der deutschen Linie und Moskau nur noch knapp 100.000 russische Soldaten. Für Hitler scheint der Sieg greifbar nahe. Stalin erhält die alarmierende Nachricht, dass die Deutschen ungehindert auf die Hauptstadt vorrücken. Er kennt nur einen Mann, der sie jetzt noch stoppen kann. Georgi Schukow war einer der profiliertesten Strategen seiner Armee. Manche halten ihn sogar für den besten Kommandeur des Zweiten Weltkriegs. General Schukow hat hoch im Norden bei Leningrad gekämpft. Nun soll er so schnell wie möglich die Abwehr vor Moskau neu organisieren. Während Schukow einen Plan ausarbeitet, kommt den Russen die Natur zur Hilfe. Rasputiza, die Jahreszeit des Schlamms. Nach dem Erfolg von Wjasma sehen die deutschen Generäle in der Regenzeit keine Gefahr. Ihre Wehrmacht strotzt vor Waffen und hat gerade die Verteidigungslinie vor Moskau gesprengt. Wie sollen sich die Sowjets von diesem Schlag erholen? Und wann hat sich eine Armee jemals vom Wetter aufhalten lassen? Mitte Oktober des Jahres 1941 rücken die Nazis weiter auf Moskau vor. Durch ein Land, dessen Armee sie gerade vernichtend geschlagen haben. Der deutsche Soldat Horst Lange berichtet in seinen Briefen an die Heimat von brennenden Dörfern, toten Pferden und Zehntausenden von Gefangenen. Er nennt sie den Zug des Elends. Viele gefangene Russen beneideten schon bald ihre gefallenen Kameraden, denn ihr eigenes Schicksal war beinahe schlimmer und noch grausamer als das jener, die bereits gestorben waren. Die Gefangenen starben vor Hunger oder Kälte oder durch brutale Behandlung. Berüchtigt sind auch die Kriegsgefangenenlager der Wehrmacht, die sogenannten Durchgangslager oder Dulags. Wir sind hier in Dulag 184. In diesem Camp wurden nach der Schlacht von Wjasma vorübergehend Zehntausende Russen untergebracht. Es war damals nur ein eingezäuntes Feld. Es herrschten entsetzliche Zustände. Nach den Genfer Konventionen müssen Gefangene geschützt untergebracht und mit Nahrung und Kleidung versorgt werden. Doch dieser Krieg kennt keine Regeln mehr. In Camp 184 regierte brutale Gewalt. Wenn die deutschen Truppen Essen ausgaben, machten sie daraus förmlich einen Wettbewerb, einen Kampf um die Nahrung. Es heißt, in einigen Camps habe man anschließend beim Einsammeln der Töpfe 20 oder 30 Tote vorgefunden. Die Deutschen kümmerten sich nicht um ihre Gefangenen. Nach russischen Angaben starben bis zu 80.000 Männer in solchen Lagern. Dies ist also auch ein Friedhof. Insgesamt nehmen die Deutschen 1941 mehr als 3 Millionen Russen gefangen. 2/3 von ihnen überleben den Winter nicht. Nach 4 Monaten geraten Hitlers Truppen auf ihrem Vormarsch schließlich ins Stocken, weil immer mehr Ausrüstung beschädigt wird, der Nachschub nur noch schleppend läuft und ein neuer Feind auftaucht, Partisanen. Überlebende Soldaten wie Sergei Sachlüstow haben sich mit Zivilisten zusammengeschlossen und verüben Anschläge auf die Deutschen. Sie versteckten sich im Wald und griffen aus dem Hinterhalt kleinere Lastwagenkolonnen an. Auf diese Weise verloren die Deutschen zahllose Fahrzeuge.
Die Verluste verzögerten nicht nur den Marsch auf Moskau, sondern schwächten auch ganz erheblich ihre Kampfkraft. Die Deutschen reagieren mit beispielloser Härte. Horst Langes Einheit soll die Verstecke der Attentäter aufspüren. Er berichtete, dass er in einer Stadt 5 erhängte russische Partisanen sah. Als sie am nächsten Tag wieder an der Stelle vorbeikamen, hing zu seinem Entsetzen neben ihnen auch noch ein deutscher Soldat. Das spricht für die Brutalität dieses Krieges, diese Spirale aus Gewalt und Vergeltung. Die Guerilla-Angriffe lassen den Blitzkrieg erlahmen. Und eine Naturkatastrophe bringt ihn schließlich zum Stillstand. Die Regenzeit und der Schlamm. In Russland verwandeln die heftigen Regenfälle des Herbstes jedes Jahr ganze Landstriche in Sümpfe. Der Morast drosselte den Blitzkrieg auf ein normales Tempo. Dadurch verloren die Deutschen ihren größten taktischen Vorteil. Ihre Truppen konnten sich ab jetzt nur noch quälend, mühsam zu Fuß fortbewegen. Die Russen hingegen sind an solche Verhältnisse gewöhnt und kommen damit gut zurecht. Die Nazis kämpfen sich durch den Schlamm zu einer neuen Frontlinie nach Moschaisk vor. Etwa 100 Kilometer westlich von Moskau. Damit steht die Rote Armee praktisch mit dem Rücken zur Wand. Ihre Devise lautet nun: Wir haben nichts mehr zu verlieren. Die Deutschen haben die Hartnäckigkeit der einfachen russischen Soldaten gewaltig unterschätzt. Die Russen mögen mangelhaft geführt, miserabel bewaffnet und schlecht ausgebildet gewesen sein. Manche Männer waren einfach aus ihrem Dorf an die Front marschiert, aber sie empfanden eine große Liebe für ihr Heimatland. Während die Deutschen buchstäblich eine Schlammschlacht kämpfen, rüstet General Schukow Moskau für das letzte Gefecht zu einer Festung auf. Männer und Frauen hoben Gräben aus, um Panzerfallen zu errichten. Und sie bildeten eine Art Bürgerwehr. Es waren keine Soldaten, sondern einfache Menschen, denen man eine Waffe in die Hand drückte, um damit eine bestimmte Stellung zu halten. Und sei es nur, um zu demonstrieren, wir können uns verteidigen. Doch der Plan geht nicht auf. Deutsche Kampfgeschwader beginnen damit, die Stadt Tag und Nacht zu bombardieren. 1 Million Einwohner flüchten in das Moskauer U-Bahn-System. Viele Stationen werden zu Luftschutzbunkern, während über der Erde Evakuierungen im Gange sind. Am 16. Oktober 1941 war Stalins Privatzug startklar. Der Diktator muss sich entscheiden. Soll er in Moskau ausharren oder fliehen? Er geht tatsächlich zu seinem Zug und schlendert am Bahnsteig entlang. So, als würde er überlegen, einsteigen oder bleiben. Hätte er Moskau verlassen, wäre die gesamte Bevölkerung demoralisiert gewesen und alle Soldaten an der Front. Wenn die Regierung davon ausging, dass Moskau fiel, war es sehr wahrscheinlich, dass die Stadt wirklich verloren war. In den Wäldern bei Wjasma machen die Spurensucher eine Entdeckung aus der Vergangenheit. Ein Knochen. Und hier ist noch einer. Menschliche Überreste. Wenig später finden sie zudem Uniformteile und eine Gürtelschnalle. War dies der Rastplatz eines Soldaten? Was ist das? Ein Kohlefilter. Und hier eine Gasmaske. Tausende Kriegstote wurden bis heute nicht gefunden.
Werden sie wenigstens diesen Mann identifizieren und würdig in seiner Heimaterde begraben können? Am 30. Oktober 1941 stecken Hitlers Truppen 100 Kilometer vor Moskau im Schlamm fest. Das nasse Herbstwetter könnte die Wende herbeiführen. Während die Nazis kaum noch vorankommen, schicken Stalin und General Schukow tausende neuer Kämpfer an die Front. Die Deutschen waren entsetzt, wie schnell es den Russen gelang, ihre Soldaten zu ersetzen. Für jeden Gefallenen fand sich stets jemand anderes, der mit einer Uniform und einem Gewehr losmarschierte. Die Gegner haben zudem eine neue Waffe, den T-34-Panzer. Entwickelt für das russische Wetter und Gelände. Sein Vorteil war, dass die breite Spurweite für diese Jahreszeit mit ihren unpassierbaren Straßen konstruiert wurde, aber auch für Schnee und Eis. Durch die bessere Gewichtsverteilung kam der Panzer auf solchen Pisten besser voran. Der T-34 ist den deutschen Panzern deutlich überlegen. Schukows Truppen werden zum November hin stärker, die Deutschen jedoch schwächer. Und der Winter kommt. Regen und Schlamm weichen nun Eis und Schnee. Als die Wehrmachtssoldaten in Russland einfielen, hatten sie keine richtige Winterkleidung. Hitler glaubte wohl wirklich, der sogenannte deutsche Übermensch sei gegen alles, also sogar eisige Kälte, immun. Er rühmte einmal seine SS-Gebirgstruppen in Lederhosen. Tatsächlich mit kurzen Hosen in Russland kämpfen zu wollen, unterstrich seine wirren Gedanken in diesem November 1941. Dabei hätte er dringend erkennen müssen, dass seine Armee längst am Ende war. Als es immer kälter wird, versorgen sich die Deutschen zunehmend in russischen Dörfern und Bauernhöfen. So kam Horst Lange an Orte wie diesen. In seinen Briefen schrieb er, sie seien dreckig, ärmlich und voller Ungeziefer. In solchen Dörfern besorgen sich die Deutschen Kleidung, Nahrung und Ausrüstung. Sie plündern sie aus und nehmen alles mit, was sie gebrauchen können. Und schließlich kommen sie zurück und werfen die Bewohner aus ihren Häusern. Die Russen sind damit obdachlos. Mitunter setzen die Nazis ganze Dörfer in Brand, nachdem sie sie ausgeplündert haben. Das Entsetzlichste an diesem Vernichtungskrieg ist der Massenmord an den sowjetischen Juden. Der Holocaust beginnt nicht in Auschwitz, sondern 1941 im Osten. Hinter den Frontlinien treiben Einsatztruppen der SS ganze jüdische Gemeinden zusammen und töten sie. Allein 1941 sind es 300.000 Opfer. Ob Horst Lange an diesen Aktionen teilnahm, ist nicht geklärt. Aber er hat die Nazi-Ideologie verinnerlicht. Die Deutschen betrachten diese Leute als minderwertig, als Untermenschen. Sie wollen sich diesen riesigen Lebensraum aneignen als östlichen Teil ihres Großreiches, in dem sie Zugang zu allen Bodenschätzen haben. Die russischen Bewohner hatten darin keinen Platz mehr. Es gab Pläne für eine ethnische Säuberung von 10 Millionen Sowjetbürgern. Der sogenannte Hungerplan sah vor, die Zivilisten im ohnehin schlecht versorgten russischen Norden einfach verhungern zu lassen. Bis zu 30 Millionen Menschen hätten demnach unter der deutschen Besatzung sterben müssen. Für den 7. November ordnet Stalin trotz der Belagerung Moskaus eine Militärparade auf dem Roten Platz an. Zum Jahrestag der bolschewistischen Revolution.
Im Politbüro denkt man, was will dieser Kerl, eine Parade? Jetzt? Wir stehen vor dem Untergang. Der Diktator will der Welt zeigen, die Sowjetunion hält durch. Selbst von der Front werden tausende Soldaten für das Spektakel abkommandiert. Diese Filmaufnahmen gelten als propagandistisches Husarenstück. In der Nacht nach Stalins Parade sinken die Temperaturen auf unter Null. An der Front vor den Toren Moskaus erfrieren die ersten deutschen Soldaten. Die Armee litt unter der Kälte. Die Männer waren erschöpft und ausgezehrt und ihre Moral sank. Es war so bitterkalt, dass manchmal sogar das Öl in den Maschinengewehren einfror. In den Wäldern von Wjasma will der freiwillige Suchtrupp die Identität eines Toten der Schlacht um Moskau klären. Ein Stück Schädel, das Scheitelbein. Vielleicht finden sie die Erkennungsmarke des Soldaten, das sogenannte Medaillon. Sein Unterkiefer, hier sind die Zähne. Das Medaillon, da ist es. Alle sind gespannt. Befindet sich in dieser kleinen Kapsel wirklich der Name des seit 1941 verschollenen Mannes? Am 15. November 1941 rücken Hitlers Truppen über den inzwischen gefrorenen Boden weiter vor. Trotz der Kälte kommen sie gut voran und sind nur noch 40 Kilometer von Moskau entfernt. Einer der Soldaten ist Horst Lange. Gegen Ende der dritten Novemberwoche sinkt die Temperatur unter minus 30 Grad. Lange schreibt, er sei erschöpft, aber er werde mit seiner Einheit trotz der Wetterbedingungen weitermarschieren. Nachts schlafen die Männer auf der Stelle ein und am nächsten Morgen setzen sie sich wie automatisch wieder in Bewegung. Entlang der gesamten Frontlinie werfen russische Flugzeuge Propagandabotschaften ab. Fotos erfrorener deutscher Soldaten. Tatsächlich rafft der erbarmungslose Winter viele von ihnen dahin. Die Kälte in Russland kann sich auf den menschlichen Körper entsetzlich auswirken. Viele Soldaten verloren ihre Ohren und Finger, ihre Nasen und Geschlechtsorgane. Sie konnten sogar ihre Augenlider verlieren, die einfroren und wie ein totes Stück Haut abfielen. Dass sie dann nicht mehr imstande waren zu schlafen, trieb viele Männer in den Wahnsinn. Im Dezember 1941 ist die Wehrmacht völlig zermürbt. Sie hat 750.000 Soldaten eingebüßt. 200.000 von ihnen sind tot. Dagegen wird die Rote Armee mit jedem Tag stärker. Heimlich haben Stalin und Schukow Hunderttausende neuer Soldaten an die Front vor Moskau geschickt. Am 5. Dezember, bei minus 25 Grad, startet Schukow einen massiven Angriff auf die Wehrmachttruppen. Dank der sibirischen Truppen beginnt sich das Blatt zu wenden. Den völlig erschöpften und halb erfrorenen Deutschen stehen nun plötzlich frische russische Kämpfer in Winterausrüstung gegenüber. Sie sind ausgeruht und kommen mit den winterlichen Temperaturen gut zurecht. Die psychologische Folge ist die Verzweiflung der deutschen Einheiten, die in der Defensive taktisch unterlegen und falsch ausgerüstet sind, nimmt nur noch zu. Am
7. Dezember läuft Horst Lange um sein Leben. Seine Einheit sucht in einer Hütte Deckung vor einem russischen Angriff. Doch ein Maschinengewehrschütze nimmt das Haus unter Feuer. Lange überlebt. Sein Kommandant wird getötet. Die gesamte deutsche Front tritt den Rückzug an. Wie nahe Hitler seinem Ziel damals gekommen ist, zeigt heute noch eine Skulptur in einem Moskauer Vorort. Diese Panzersperren stehen an einer der größten Einfallsstraßen der Stadt. Anfang Dezember 1941 war die deutsche Wehrmacht bis hierhin vorgestoßen. Das Denkmal markiert diesen Punkt. Die Deutschen gelangen bis 25 Kilometer vor den Kreml. Dort endet ihr Traum von der Herrschaft über den Osten. In den Wäldern von Wjasma haben Andrei Palatow und seine Helfer die sterblichen Überreste eines vermissten Soldaten gefunden und seine Erkennungsmarke. Wir nehmen einen Plastikbeutel und etwas Erde vom Fundort. Dort hinein stecken wir die Kapsel. Wird Ihnen der Fund tatsächlich verraten, wer der tote Soldat war? Nur selten erfahren wir wirklich die Identität eines Soldaten. Oft sind die Medaillons beschädigt und das Papier darin ist durch die Zeit in der Erde nicht mehr lesbar. Hat dieses Exemplar mehr als 7 Jahrzehnte im russischen Boden überstanden? Das Papier ist in erstaunlich gutem Zustand und noch lesbar. Sachlüstow Sergei Alexandrowitsch, Angehöriger der Roten Armee, geboren 1922. Sergei Sachlüstow verlor sein junges Leben im Kampf für Russland. Seine Heimatadresse? Bezirk Wologodski. Region Horowski, Ort Judinskaja. Ein einfacher Soldat, seit der Schlacht um Moskau vermisst. Viele Angehörige der Roten Armee waren abergläubisch und weigerten sich, dieses Formular auszufüllen. Sie bezeichneten es als Pass für die nächste Welt und glaubten, damit würden sie unweigerlich sterben. Deshalb erfahren wir nur von jedem 10. Soldaten, wer er wirklich war. Sergei Sachlüstow aber kann nun würdig begraben werden. 9. Dezember 1941. Am 5. Tag der russischen Gegenoffensive vor Moskau treten die Deutschen geschlossen den Rückzug an. Horst Lange wird bei einem Angriff schwer verletzt. 11-mal wird man versuchen, sein Auge zu operieren, bevor er es schließlich doch verliert. Vielleicht rettet ihm dieses Schicksal das Leben. Denn der Zweite Weltkrieg dauert noch 3,5 Jahre an, bevor die deutsche Armee an der Ostfront endgültig vernichtet wird. Bis 1945 sterben 5 Millionen deutsche Soldaten. 80% von ihnen in Russland. Als Militärhistoriker gibt es für mich in der gesamten Geschichte der Menschheit keine bedeutendere Schlacht als die 1941 um Moskau. Für die Russen war es auf jeden Fall die wichtigste Schlacht. Was die Dimensionen angeht, war der Kampf um Moskau die größte Schlacht des Zweiten Weltkriegs und der Geschichte.
Insgesamt 7 Millionen Soldaten nahmen daran teil. 2,5 Millionen von ihnen wurden getötet, gefangen genommen oder schwer verletzt. Die größte Tragik ist das enorme Ausmaß der Verluste auf deutscher und sowjetischer Seite, aber auch unter den Zivilisten. Die Operation Typhoon stürzte so viele Menschen in Leid und Elend. Im Oktober 2012 macht sich eine russische Familie auf den Weg nach Wjasma, um endlich ihren Verwandten zu begraben, den Soldaten Sergei Sachlystow. Sergei war mein Bruder. Er wurde vor dem Krieg zur Armee einberufen. Ich war damals noch klein, gerade 2 Jahre alt. Er arbeitete als Traktorfahrer und begeisterte sich für Flugzeuge. Er war ein attraktiver junger Mann. Wir denken oft an ihn und danken jenen, die ihn gefunden haben. Mehr als 70 Jahre nach seinem Tod findet ein Soldat mit anderen Toten des Krieges die letzte Ruhe. Sergei Sachlystow, einer von Millionen Vermissten in einem Krieg ohne Beispiel. 2 Tyrannen und ihre Ideologien stürzen 2 Nationen ins Unglück. Ein größenwahnsinniger Diktator, der russische Winter und die erbarmungslose Schlacht um Moskau. Eine Katastrophe, die die Geschichte veränderte.